Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Titan Quest. Wir gehen hier, oder wir gehen weiter nach Athen. Ja, Athens Begräbnisfeld, da waren wir ja schon. Kann ich jetzt eigentlich wieder zurücklaufen? Ein bisschen husten. Ja. Sorry, wenn ich hier nebenher ein bisschen was trinke, aber es kommt zwar ein bisschen unprofessionell rüber, aber manchmal muss es einfach sein, da man momentan ja auch ein bisschen. Ja, da ich momentan einfach gerade ein bisschen weniger trinke und ich wieder darauf gucken muss, dass ich mehr trinke und darauf achten muss, heißt es ja. Deswegen trinke ich jetzt hier nebenher ein bisschen was. Also, ich hoffe, euch stört es nicht. Nebenher machen. Ja, kommt dann her. So. Wir können heute nach Athen einreisen. Reisen halt. Einreisen klingt gerade so falsch, vor allem jetzt bei der Flüchtlingskrise klingt es doch so falsch. Aber naja, was soll man machen? Das habe ich jetzt schon gesagt und jetzt ist es schon drin, egal. So. Morgen, mal schauen, ob ich morgen auf den Flohmarkt gehen kann. Morgen ist der Samstag. Ein paar Videos. Ja, ein Video habe ich euch noch. Das kann ich auch heute hochladen. Das Let's Play kommt dann dementsprechend morgen, wenn ich nicht auf den Flohmarkt gehe, ansonsten kommt es dann am Montag. Und dann mal schauen, wie ich dann aufnehmen kann. Also am Montag könnte ich euch theoretisch ja noch ein Video aufnehmen, was ich auch machen werde. Aber danach mal schauen, wie ich dann zum Aufnehmen komme, außer halt wie am Wochenende. Also außer halt am Wochenende, weil ich halt dann im Praktikum bin, 2 Wochen lang. Außer Montag, da ist natürlich Berufsschule, da kann ich dann ganz normal am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag aufnehmen. Das ist da kein Problem. Naja, außer ich gehe Sonntag irgendwo hin oder so. Oh, scheiß Nachrichten da. Scheiß Kiddies auf YouTube, die eben immer meinen, sie wären voll der, was weiß ich, voll die reife erwachsene Person und benehmen sich wie die letzten Kinder. Zumindest habe ich in den letzten Tagen keine Anwendung außer so eine geführt. Da merkt man, dass YouTube immer schlechter wird. Sorry, aber es ist leider so. Zumindest immer mehr richtiger. Okay, sag ich mal. Komm dahin. Oh, what the fuck? Das wird mir jetzt gerade auf 2 Heldenmonster auf einmal. Okay. Doki. Das ist jetzt ein bisschen. Sorry, aber das ist jetzt ein bisschen abgefuckt. Ah, naja. Wir werden mit beiden fertig werden. So, das war's. Das ist wirklich ein Menschen. Den können wir eh jetzt nicht brauchen. Geh du auch noch sterben. So, dann werde ich noch mal kurz die Scheiben noch wegbringen, obwohl wir das in Athen auch machen könnten, aber scheiß jetzt einfach mal drauf. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir noch genug Tränke haben. Also bis Athen wird es natürlich reichen, aber ich würde dann gleich in Athen oder ich würde halt lieber gerne doch nochmal welche mitnehmen, falls es dann doch nicht reichen sollte. Also einfach nochmal zur Sicherheit dann zu dem Typen oben, wenn wir nicht gehen, da wir erstens kein Magier sind und zweitens diesen Typ hasse ich. Lager tief und breit, wie die Dichter sagen. So. Davon haben wir beides noch nichts.
normalerweise. Weinschlauch haben wir voll. Schilder und das Ganze haben wir ja noch genug. Lebe lang, o Reisender. Klingen, Schilde, Tränke, Beinschienen, noch, Bögen, Helme aller Sorten. Oh, kann ich dir helfen? Leider nicht. Na, wobei doch. Wenigstens, dass wir 25 Tränke haben. Kaufen wir die dann doch auch noch voll, das ist ja egal, wir haben ja genug. Und der kann erstmal weg. Ist jetzt egal, wir finden schon noch einen besseren Ring, also da mache ich mir keine Sorgen. Viel Glück! Wir haben ja noch eine etwas längere Reise. Kennst du Simonides? Toller Dichter. Ja gut, dann ist die Bogensehne auch voll. Möge Apollon dir wohlgesonnen sein. Dankeschön, dir auch. Oder Hermes soll den begleiten, wie auch immer. Mit den griechischen Göttern kenne ich mich jetzt nicht ganz so aus. Naja, ein bisschen was weiß ich schon über die griechischen Götter oder so, aber so wirklich befasst habe ich mich jetzt nicht damit. Nur mal in der Schule mal was darüber gehabt, so ein, zwei Geschichtsstunden oder so. Aber das war immer so ein Thema, wo mich nicht ganz so interessiert hat. Schon auch, aber eher weniger. Da habe ich eher andere Themen gerne Geschichte gehabt. Aber viele andere Themen hatten wir ja nicht, außer dann irgendwie Erster Weltkriegzeit, Zweiter Weltkriegzeit und das ganze Zeug, Römer. Und das alles, was man halt so standardmäßig in Geschichte hat. Und vielleicht mal, wenn wir ein bisschen schneller mit den Themen durchgekommen sind, vielleicht noch so ein, zwei Stunden irgendein Wunschthema oder so. Aber, ja. Machen wir die hier einfach mal fertig und dann hoffe ich mal, dass wir noch nach Athen können. Aber das werde ich auf jeden Fall eigentlich nochmal machen, sage ich dann. Ich hoffe es. Ich werde auf jeden Fall noch machen, dass wir nach Athen können. Ich hoffe, dass wir ohne Tod nach Athen kommen können. So. Drücke ich das mal besser aus, weil ich werde euch hier dementsprechend, wie lange ich brauche, halt einfach einen längeren Part dann geben. Weil ich ja eh keine. Also nicht länger als eine halbe Stunde oder. Ja, sagen wir 35 Minuten. Länger möchte ich die Parts euch eigentlich nicht machen. Ist einfach dann besser für euch zum Anschauen. Zu lang soll es dann nicht werden. Und je nachdem, ob es dann länger wird oder kürzer wird. Also 30 bis 35 Minuten ist eigentlich so Limit, würde ich sagen. Wenn es mal ein bisschen kürzer wird, dann wird es mal ein bisschen kürzer. Wenn es mal länger wird, dann wird es länger. Aber so Limit habe ich mir eigentlich nicht gesetzt. Nur 35 Minuten sollte es, dann sollte wirklich so die Grenze sein. Wobei manchmal kann es auch ein bisschen länger gehen, aber werde ich eigentlich eher selten machen. So, dann hier ist Athen. Aber da haben wir ein ganzes Stück abgekürzt. Da möchte ich gerne noch mal ein bisschen laufen, genau. Oh. Genau, hier noch ein bisschen hinlaufen. Einfach da noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Achso, da ist noch ein Heldenmonster. Level 15 und noch ein Heldenmonster. Okay.
dass ich doch noch einige Tränke gekauft habe. Einige Helden muss heute besiegen, 3 Stück insgesamt. Für das Perlen der Muskelkraft und ja, den Rest brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Stärke und Energie, nee, nicht unbedingt. Bei Stärke kriegen wir ja genug und Energie, das reicht auch aus erstmal. Dann noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dann zumindest die hier noch ein bisschen töten. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in Athen rein und schauen, was die Leute in Athen zu sagen haben. Ich hoffe mal, oder ich sag zu oft, ich hoffe mal. Das ist mir aufgefallen. Ich sag das ist viel zu oft. Und da habe ich 2 überlebt, oder da habe ich 2 leben lassen, oder 2 haben überlebt. Okay. Die Deppen haben auch überlebt. Wow! Lauf! Zack. So, und dann ab nach Athen jetzt erstmal. Wir können ja den Weg immer noch ein bisschen zurücklaufen, wenn irgendwas ist. Wer ist denn da? Den kennen wir doch. Leonidas von Sparta. Was hat er uns zu sagen? Ah, du schon wieder. Immer noch am Leben. Ich bin selbst froh, hier zu sein. Ich hatte gedacht, wir Spartaner könnten diesen Albtraum selbst beenden. Ich war ein Narr. Des Stolzes wegen haben wir Hilfe von unseren griechischen Brüdern abgelehnt. Und Sparta hat durch die Monster große Verluste hinnehmen müssen. Ein Soldat kennt nur den Angriff. Aber ich muss mehr sein als ein Soldat. Ich muss ein Krieger sein und lernen, meinen Stolz zu zügeln. Es ist klar geworden, dass die Spartaner sich mit allen Griechen vereinen müssen, wenn wir eine Chance gegen diese Monster haben wollen. Die Prophezeiung des Orakels sagt mir gar nichts. Aber deine Taten auf dem Parnass wären eines Heldenliedes wert. Dieser Telkine, von dem du sprichst, muss der Anführer der Horde sein, die uns angegriffen hat. Auf dem Höhepunkt der Schlacht ist er verschwunden. Dadurch konnten wir die Monster zurücktreiben. Ich habe Berichte von Scharmützeln innerhalb der Stadtmauern gehört. Ich kann aber keinen Läufer entbehren. Würdest du nach dem Rechten sehen? Jo, also, das können wir natürlich tun. Und ja, Leonidas. Naja, wie man Spartaner kennt, die kämpfen immer für sich alleine und das Ganze. Und Leonidas hat diesen Fehler eben auch getan, da er ein Spartaner ist. Aber Griechenland muss mal über diese Staaten hinauswachsen. Und über dieses sich gegenseitig bekriegen. Und selbst mal, sich verbünden. Oder selbst mal, zur Einsicht kommen und nicht erst durch diese Monster, aber diese Monster haben sie es halt gelernt und hier kriegen wir auch wieder einen netteren. Sobald ich alles verkauft habe, segle ich zu einer Insel, auf der es keine Monster gibt. Melos oder Ikaria. Aha, er sagt, wo es keine Monster gibt. Sagen wir es mal so, noch gibt es keine Monster dort. Etwas anderes? Wir werden zwar dort nicht spielen, sei gegrüßt, Krieger. Ich habe die besten Waren in ganz Athen. Du wirst keine besseren finden. Das ist jetzt Ansichtssache, oder? Also, ja, ich würde sagen, dass es eine Ansichtssache ist. Lebe wohl. Ich bitte dich, bitte hilf uns. Unser Anführer wird in den Katakomben unter der Akropolis von Monstern belagert. Ja. Der Telkine hat seine Vasallen beschworen. Das ist einfach nur nochmal zum Telkine und dass wir dem seinen Anführer finden müssen, einfach.
brauchten hier mehr auch einen Lagertypi, deswegen sage ich. Zu Diensten! Deswegen sage ich ja, das hätte ich auch in Dings machen können. Hier in Athen. Ja, 1000 können wir jetzt bezahlen. Ich bewahre deine Sachen sicher auf! Einfach, dass wir einen größeren Lagerraum haben. Die 1000 haben wir ja wieder schnell eingezahlt, würde ich mal sagen. Und jetzt fahren wir schnell wieder zusammen. Auch schnell besiegt. Und jetzt haben wir so gut wie alle überleben lassen oder halt die Chance gegeben. Beziehungsweise wir waren schnell vor Ort. Vielleicht ist es eine Truhe. Also heute stehen die einfachen Truhen überall, aber da ist nur Mist drinne. Monster auch komischerweise wieder ein bisschen einfacher oder niedriger vom Level. Gerade eben hatten wir 15er, 14er und wir hatten Heldenmonster. Und jetzt wird es irgendwie ein bisschen niedriger vom Level her. Aber das soll uns nicht stören. Daher der Rest um die Heldenmonster sind die 2, 3, 14er und 15er Level. Ein paar halt. Das ist da dann niedriger war und das ist hier jetzt halt genauso, nur sind halt hier keine Helden, Monster oder höheren Monster, zumindest noch nicht. Wer weiß, was noch kommen wird. Das weiß ich nur Gott, aber es sind ja hier Götter. Wir sind ja hier in Griechenland, da haben wir eine andere Religion. Deswegen würde ich immer sagen, dass das nur Zeus selbst weiß. Da der Hauptgott von den ganzen Göttern Griechenlands ist. Und das hier ist das Reiterschild, was sie da anhat. Genau das hier. So. Und dann würde ich auch mal sagen, war es das jetzt für diesen Part? Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ihr die alle töten. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bewertet diesen Part, wie ihr möchtet, und schreibt mir noch ein paar Vorschläge in die Kommentare, was ich noch machen könnte hier in diesem Projekt, also was ich verbessern könnte und wie und was. Und ja, bewertet den Part, wie ihr das möchtet, und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute!